Es gibt Menschen, die behaupten, der Opa, der den Kindern, den kleinen Kindern irgendwelche Geschichten oder gar Märchen vorliest, wäre ouch oder gar überflüssig. Auf den ersten Blick mag das vielleicht sogar so aussehen oder sich anhören. Aber dem ist nicht so. Ich habe jetzt bei meinen Enkeln wunderbares neues Spielzeug entdeckt, hochelektronisch. Und wir als Kinder und auch, naja, meine Kinder auch, hätten sich das so gar nicht vorstellen können. Da tippt man einfach mit einem Stift Interaktiv in und einem eigenständig wunderschönen entdecken. Buch, sehr, sehr schön gezeichnet, gemalt. Und schon erzählt das Buch einem eine Geschichte. Praktisch, ne? Nein, ich finde es ernsthaft. Ich finde es toll. Ich finde es wirklich gut. Und das eine tut dem anderen nicht weh. Absolut nicht. Ich habe meinen Enkeln von Anfang an Geschichten erzählt. Unser modernen Audio-Würfel können wir es zum Einschlafen. Oder auch sich im Fernseher angucken oder auf dem Tablet oder einem Smartphone. Bin ich wieder und natürlich mit dem nächsten Märchen. Es ist das Märchen vom Rapunzel. Rapunzel. Schon wieder so ein merkwürdiger, aber schöner Name. Das Märchen vom Rapunzel, das geht so. Es war einmal eine Frau und ein Mann. Ja, die lebten friedlich so vor sich hin. Und vor allem, sie freuten sich, weil die Frau sollte Aber bald ein Kind bekommen. Zwei Sachen sprechen dafür, dass auch der moderne Kram seine Daseinsberechtigung hat, ja, sogar Gewinn bringt für die Kinder und uns alle. Kleine Kinder, zum Beispiel mein 2,5-jähriger Enkel, können noch nicht so lange zuhören. Es ist ein Märchen, das die Kinder zu Füßen der Oma und des Opa am Boden sitzen, ihn anstarren und fromm eine Viertelstunde lang seinem Märchen lauschen. Das machen die, wenn es hochkommt, halbe Minute, Minute. Und dann ist die Konzentration weg. Die können nicht so stundenlang irgendwie sich auf eine Sache konzentrieren. Die müssen wechseln. Und dafür sind diese modernen Bücher wunderbar. Aber erstens, diese Kinder werden älter. Und genießen dann vielleicht doch das ganze Märchen vom Opa. Und außerdem, sie können doch wechseln, was soll's? Und als Einschlafhilfe bin ich, der märchenerzählende Opa, nach wie vor unschlagbar. So.